So, jetzt bauen wir mal die Wasserpumpe aus. Denn die alte hat einen Defekt. Was für ein Kanal, sie fällt halt sporadisch aus und der Prozessor geht auf 100 Grad und taktet sich runter. Also bauen wir sie jetzt mal aus. Als erstes lassen wir den PC mal ein bisschen laufen, damit der Prozessor und das Ganze angewärmt wird und dann schauen wir mal, wie wir das hier rausbekommen. So, hier ist die neue. Oder, naja, ist noch Garantiefall, also trotzdem eine neue. Jetzt läuft er zwar wieder, aber ich habe irgendwie keine Lust, wieder darauf zu hoffen, dass oder der wieder hochgeht. So, also genug. Ja, schauen wir mal. So, packen wir mal alles aus. Und dann schauen wir mal, wie wir das überhaupt machen. Also, ich muss sagen, ich habe schon viele PCs zusammengebaut, aber eine Wasserpumpe habe ich noch nicht eingebaut. Aber Radiator, Pumpe, alles dabei. Wunderbar. Ich sehe ja, wie die alte eingebaut ist. Und dementsprechend, das ist unwichtig, dementsprechend werde ich das schon irgendwie hinbekommen. Dann drücken wir einmal diesen Knopf hier. Obwohl, nee, hat nicht mehr aufgeladen. Okay. So für die Spannung, zum Spannungsabbau. Aber das ist hier nicht der Fall. So, Scheibe ab. Und jetzt mal schauen, wie wir erstmal Grafikkarte raus. Das heißt, Schraube hier lösen, Grafikkarte raus. Ich glaube, das andere kann drin bleiben und dann kann man gleich mal ein bisschen abstauben hier. Und dann müssen wir an den Radiator dafür die Front abmachen. Na, mal sehen. Jetzt machen wir es auseinander. Bis gleich. So, die alte Wasserpumpe ist draußen. Der mit Radiator. Und jetzt müssen wir neu einbauen. Oh, ganz schön blöd. Also die Lüfter werde ich drin lassen, die alten. Voll die Kabel da rauszupulen, habe ich jetzt keine Lust mehr. So, da ist die neue. Also, schauen wir mal. Bis gleich. So, der neue Radiator ist schon mal drinne. Da ist der Prozessor. So, alles ein bisschen ausgesaugt, gemacht, getan, getut. Die Lüfter lasse ich jetzt allerdings drinne, weil ich keine Lust habe, hier das Kabelmanagement hier auseinandernehmen. Habe ich glaube, auseinander zu nehmen. Deswegen, ja. So, schauen wir mal. So, wieder alles drinne. Hätte fast das Kabel hier hinten vergessen anzustecken für die Pumpe. Ja, gleich die Festplatte mal ordentlich reingebaut. Vorher war das da, lag die nur rum. Und dann schauen wir gleich mal. So, alles wieder zusammengebaut. Und jetzt schließen wir schnell hinten alles an und dann sehen wir, ob alles läuft. So, gestartet ist er schon mal. Sieht eigentlich ganz gut aus. Leuchtet. Leuchtet, leuchtet. Ist ja schon mal was. Seit wann leuchtet dieses Lämpchen da? Das habe ich noch nie gesehen. Ah ne, jetzt ist es auch aus. So, alles top. Da sind nochmal Temperaturen, mit denen kann man leben. So, wunderbar. Klopfen wir mal auf Holz. Also, viel Spaß. Tschüss, tschüss.